Sollten wir es nicht vermeiden? Ich hoffe, Nati hält sich aus Ärger raus. Ja, da sind wir wieder. Komm, trink! Die schärfste Waffe eines Zauberers ist sein Verstand, haben sie eben gesagt. Und sie wollten aufhören, mich in die Irre zu führen. Ach hier. Lass mich raten, das Ding muss irgendwo dahin. Leviosa. Vingardium Leviosa. Leviosa. Sollte ausreichen. Nicht gerade der sicherste Ort. Ach, roll mal nicht rum. So, ein Mentos muss ich noch nehmen. Ich habe bei Crackcroft schon ewig keine lohnenswerte Beute mehr gesehen. Glacio. Defendo. Defendo. Ab hier. Müsste eigentlich hinüber sein. Ah, dieser Lümmel. Das war knapp. Also Verstand nutzen ist eine Sache, aber in den Duellen ist es ziemlich hitzig. So. Wisst ihr was? Ich bereite das jetzt vor. Ich hole jetzt meine ganzen Mentos hier raus, damit ich hier nur meine Fressen schieben muss. Hallo, Homura. Hallo! Hallo, ich bin Aragorn. Ich bin Alkoholiker. Entschuldigung. Irgendwie musste ich gerade an Lord of the Weed denken. Rivelio. Schwarzer Bowlerhut. Okay. Ich hoffe, Nati hat es nicht so schwer. Ach, die Dame ist schlau. Will ich jetzt hier hoch? Astronomieunterricht? Reveal. Nein, doch nicht. Schade. Dachte ich, vielleicht kann ich das später nutzen. Du kehrst in der Holzkiste nach Hause. Komm, trink. Ach hier. Ja, so kann man sich den Kampf auch einfach machen. Revelio.
Dünn. Hallo, Homura. Ich würde gerne mal wissen, wie das mit PC-Steuerung wäre. Ich meine, für mich wäre das wahrscheinlich nicht anders, weil ich durchaus Xbox-Controller habe. Womit ich solche Spiele sowieso spiele. Aber interessant wäre es trotzdem. So, was gibt's denn hier? Gepflegter Hexenhut. Astrid, behalte mein Versteck im Auge, ja? Es gehört dir, solche auf mysteriöse Weise verschwinden. Der Lügner hat uns um unser Hab und Gut betrogen. Also habe ich genommen, was ich konnte und es hier versteckt. 20 verdammte Jahre, wir werden nicht besser behandelt, als die Narren, die seit 2 Wochen hier sehen. Manfred. Verstehe. Jeder wird gleich behandelt und der sagt, die will besser behandelt werden. Gut, wenn er schon 20 Jahre mitmacht. Ich wäre in einem Unternehmen auch sauer. Wenn ich als Techniker genauso viel, wenn ich als Techniker, der 20 Jahre im Dienst ist, genauso viel verdienen würde wie ein junger Sprössling. Wolkenschwinger, alles ist gut. Ganz ruhig. Seid ihr? Komm schon. Hallo, Humor. Mach schon. Ach, Nettie, hab keine Angst. Haha. Okay, das ist cool. Da ist der Hogwarts Express. Muss eine außerplanmäßige Fahrt sein. Entschuldigung. Eieiei. Den folgen wir jetzt einfach. Kam das auch in den Film vor? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Die Bücher habe ich nicht gelesen. Die Filme. Ich kann mich vage an sie erinnern, aber nicht an jede Szene. Ist das schön. Ob man uns wohl vom Schloss aus sehen kann? Das ist unglaublich! Wirklich unglaublich, oder? Das hat sie doch gerade eben gesagt, du Horst. Lass mich doch mal in Ruhe die Landschaft angucken. Wie aufregend. Es war unglaublich, oder? Ich war nicht sicher, ob wir lebend rauskommen würden. Alles lief glatt.
Ich hatte alles unter Kontrolle. Ja, klar. Finden können? Hab ihn Harlow einfach aus der Hand beschworen. Ich hätte nicht gedacht, dass er uns mit einem Todesfluch belegen würde. Das wird er nicht vergessen. Sei auf der Hut. Natürlich. Was stand in dem Brief? Dass Rookwood einen Phönix sucht. Keine Ahnung, wo er einen finden will. Aber er enthielt auch Harlows Befehle, im Schloss nach den Wilderern zu suchen. Genug, um Harlow mit den Verbrechen in Verbindung zu bringen. Ich bringe den Brief zu Officer Singer. Sie muss etwas unternehmen, wenn sie ihn sieht. Und jetzt sag mir, wo du diesen Hippogreifen begegnet bist. Ich kannte nur Wolkenschwinger. Und zwar dank Poppy. Poppy Sweeting kennt einen Hippogreif? War ja klar. Poppy wird erleichtert sein, dass Wolkenschwinge sicher ist. Ich habe die richtige Person gefragt. Habt ihr das gesehen? Wie die beiden die Gesichter bewegen und die Hälse so starr? Ich habe viel zu erzählen. Wie so ein Wackeldackel. Oh mein Gott, das war eben sehr komisch. Ja gut, ich war mit dem Besen schon mal höher. Neuer Auftrag. Ich habe von einem Zauberer erfahren, der von Harlow schikaniert wird. Er kann uns vielleicht die nötigen Beweise liefern. Wir sollten gemeinsam mit ihm sprechen. Wir treffen Yo. Uns bei ihm zu Hause. Einfach mal einen Sack mitgenommen. Wolkenschwinger kann über das Werkzeugrad. Ah, okay. Gibt auch Reittiere, das ist super. Wieder auf den Weg. Ja, Professor Garlix Aufgabe 2. Pflanze und Ernte Flussgras. Würde ich sogar ganz gerne hier machen. Da muss ich sowieso nochmal im Raum der Wünsche, weil ich erstmal gucken muss, ob ja, ich muss erst mal gucken, ob ich das überhaupt... Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie bitte in den Raum der Wünsche. Deke sagt, dass er Ihnen etwas mitzuteilen hat. Sie haben sicher Neuigkeiten bezüglich des Kobolds, den Sie erwähnten. Treffen wir uns doch in der Kartenkammer und besprechen die nächsten Schritte. Falsche Topfgröße. Ja, ich bin doch im Raum der Wünsche. Ich habe keine Ahnung, ob das alles soweit okay ist. Ich würde gern mit Ihnen sprechen, wenn Sie kurz Zeit hätten. Klar. Hallo, Deke. Professor Weasley sagte, du wolltest mir mehr über den Webstuhl erzählen. Hallo. Ja, Deke hat sich etwas überlegt. Er... Er was? What the fuck? Da geht's aber rund. Die Kugel dreht sich mit 300 Millionen km/h. Hm? Das. Offenbar denkt der Raum, sie brauchen mehr Platz für Tierwesen. Wie Deke sagte, er hatte eine Idee. Deke weiß, wie sie die Kleidung testen können, die sie im verzauberten Webstuhl verbessert haben.
Und vielleicht könnten Sie dabei einem alten Freund helfen. Wie meinst du das? Ein Hauself namens Tops sammelt für seinen Meister in einer Höhle bei Hogwarts Blutegelsaft. Tops Meister lässt ihn nicht aus der Höhle und Deke weiß, dass es dort von Spinnen nur so wimmelt. Das klingt ja furchtbar. Ja, und Deke hat schon länger nichts von seinem Freund gehört. Die Kleidung aus dem Webstuhl hat vielleicht nützliche Verzauberungen. Deke dachte, sie könnten sie testen und nach Tops sehen. Könnte ich machen, ja, ich muss eh erst mal gucken. Ich verstehe. Überlass das mir, Deke. Ja, Deke ist ein guter. Für dich. Oh, danke. Bitte sagen Sie, Deke, was Sie über Deeks alten Freund erfahren. Nicht viel. So. Gut. Platz für Tierwesen. Lass mich raten, hier kommt der Hippogreif rein. Na, füttern wir mal. Hm, Leute. So. Sieht aber schick aus hier. Auch die Musik. Mit den Tieren. Ja, könnte ich hier chillen, aber ich glaube, das wollen die ja auch. Hier ist was zu spachteln, hä? Mmh, lecker, lecker, yum, yum. So, ich habe keine Ahnung, ob sich die Tiere hier wohlfühlen. Warte mal, ich könnte doch eigentlich... So, wollen wir mal den Greifenbürsten hier, hä? So. Ja, das gefällt dir doch, hä? Das gefällt dir doch, mein Süßer. Ah, ne, ist ein Weibchen. Okay. Ja, das mit dem Gewitter war ein bisschen dämlich. Aber es sollte den eigentlich nicht wehtun. Super. So. Falsche Topfgröße für Flussgras. Ja, die Frage ist... Nee, das soll ja verschwinden, theoretisch. Hobbs Höhle sollte nicht sehr weit von mir sein. Hat den Ort auf ihrer Karte markiert. Ja, jetzt heul mal nicht rum. Ah.
Wissenschaftlicher Pflanztisch? Nein. Budget. 3 von 7 beschworen. Also insgesamt kann ich 7 beschwören, ist okay. Zu kaufen bei Wälzer und Schriftrollen. Ah. Nee, ich habe keine Ahnung. In der Küche. Herrlich. Große Pflanze. Muss in großen Töpfen. Oh. Okay, zu kaufen in. Kaufen bei Wälzer und Schriftrollen. Ja, ist ja gut. Die hat hier noch nie so viele Pflanzen gesehen. Ja, ist ja schön. Kann ich Ausrüstung verbessern? Das ist ganz gut. Mondkalb müsste ich auch noch welche haben. So, da die Bürsten und da die Snacks hin. Sollte ich mir ein paar von den Viechern besorgen? So mal so 2 oder 3 Stück. Geek findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Das ist schön, Geek. So, dann machen wir doch hier mal ein bisschen im Raum der Wünsche ein bisschen rum, hä? Ja, jetzt lass mich doch mal. Du hast doch gesagt, ich soll erstmal hier ein bisschen rumeiern. Hier sind wir noch dabei. Die Maske werde ich nur tragen, wenn ich mich schämen muss. So, alte Magie. Wie viele Talentpunkte haben wir denn? 1. Tatsächlich bin ich eigentlich mit den Haupttalenten relativ zufrieden. Hm.
Dupont benutze ich jetzt nicht so häufig. Dann bin ich in meinen Augen mit den Haupttalenten fertig. Raum der Wünsche. Was können wir denn hier machen? Mach dich unverwundbar und reflektiert Projektile. Unsichtbarkeitstrank hält länger an. Für jeden geworfenen chinesischen Kaukohl wird ein zweiter kostenlos erzeugt. Maxima-Trankstärke ist vielleicht gar nicht schlecht, ne? Reichweite wird erhöht. Fokustrank. Giftig. Das wird jetzt nicht so meins. Karte. Professor Fick. Ja, ich will aber erstmal dem Dingsbums helfen. Dem Deke. So, gucken wir doch mal Weltkarte. Ja. Machen wir beim nächsten Mal, Leute. Tschüss.